Ja, Freunde, willkommen zurück auf Hof Bergmann. So, ich habe die eine Mission beendet. Die Düngemission auf der 14. Ich habe die 4 das vergessene Feld nochmal gesät. Schlecht, wie es aussieht. Wir haben noch eine Mission angenommen. Ich glaube auf der 20. Ja, da steht er. Gut, habe ich es auch schon angenommen oder gedacht? Angenommen habe ich es auch. Dann können wir da gleich anfangen. So, dann schauen wir mal, was er aus. Es ist morgens früh, es ist zu sehen, wo es trocken ist, das ist gut. Dann sollte man sehen, wenn man nicht, wenn er sich verfährt. So, dann hoffen wir, dass er jetzt gut gestimmt ist und das alleine macht. Denn ihr habt gesehen, da steht noch mein Obsthänger. Das müssen wir auch noch verkaufen. Das lief unter das schnelle Geld, da muss ich es auch wirklich noch verkaufen. Ich darum, ohne irgendwas kaputt zu machen, ja. So, da rückwärts rein. Ich glaube, das war. Sieht gut aus. Nein. Sobald ihr anfangt zu reden, fängt hier das 3 an. Aber dann gibt's doch was. Ich koche den nicht weiter. Schnell. Vorsicht bei dem, bei der Radarkontrolle hier. So, das war's. Und dann hauen wir ihn wieder zum Obst rein. Da kann ich wieder warten, bis Obst gut ist. So, dann habe ich gesehen, wir haben zwei Streuer da. Einen für Dünger, einen für Kalk. Aber ich hab Düngespritze. Ich brauche den Düngerstreuer gar nicht. Das könnte Kalk sein. Das ist Dünger. Dann gehen wir den verkaufen. Wir brauchen ja keine doppelten Geräte. Schon mal bei der derzeitigen Finanzlage.
Viele sagen, das Säen ist eine Katastrophe mit dem kleinen Gerät. Da ist aber kurz oder lang auch was Neues fällig. Aber da hoffe ich auf die nächste Ernte im Herbst, dass da einiges bei rumkommt, ein paar Missionen dabei. Ne, wo ist er da? Nee, das brauchen wir auch noch und den verkaufen wir. Das sind aber 42.000 gewesen. Ja, die stehen bei uns rum für nichts und wieder nichts. Das muss ja nicht sein. Aber was die Finanzen sagen. So, wir eben gucken, was der steht auf dem falschen Feld. Die 20 sollst du machen, wenn du nicht da festgehalten würdest, würdest du weitermachen, oder? Wir haben ja keinen Vertrag mit. Das eine gewisse Geschwindigkeit haben, dann ziehen die durch. Wahrscheinlich ja schön alle gespritzt und ich zahle das alles. Ich zahle den Dünger, den er hier schön. Und jetzt verfahre ich mich ja auch noch. Ich könnte. Ah, können wir wieder aufregen. Ich bin selber schuld, das ist noch schlimmer. So, gucken wir, dass wir durch die Bäume durchkommen. Und das ist erst die 19, ich muss auf die 20. Ein weiter. So, das heißt, den ersten hätte ich schon gespritzt. Wie? Jetzt willst du nicht. Das eigene. Also, machen wir es selber. So, willst du wieder? Nee, einfach du. So, dann muss der noch nach Hause. Und dann schauen wir, was anliegt. Jetzt unsere Wiese mal gucken, ob wir wieder mähen müssen. Gras reinfahren. Je mehr Kühe wir haben, desto mehr Silage brauchen wir. Mischration ist dann auch irgendwann interessant. Aber
hätte ich gern auch eine eigene Produktion für, die kostet 100.000, die haben wir noch nicht. Das ist noch nicht drin. Geht zu dem Futtermischer, aber ich möchte nicht selber berechnen, was ich wann wo hier rein tue. In die Produktion kann ich alles reingeben, ja, mischte ich das selber. Aber auch das ist noch nicht so weit. So, wie sieht es da aus? Da ist noch gar nichts zu tun. Es gibt nur Dinge. Unsere Tierchen, die Kuhweide brauchen Wasser wie immer. Dann machen wir das. Die Hühner brauchen auch Wasser. Es gibt auch Eier zu verkaufen, das soll man auch nicht vergessen. Wie heißt es schön? Kleinvieh macht auch Mist. So, und jetzt geht es zu den Kühen. Wasser, Stroh, Gras, Silage. Da fällt mir der Trigger vor. Da ist noch Wasser drin, das kann reichen. So, dann machen wir uns ein Titelbild. Super. Mehr Wasser war nicht. Okay. Dann können wir gucken, was die Milch macht. Käserei wird schon reichen. Aber wir gehen, glaube ich, erstmal das Wasserfass füllen. Klappe zu. Dann springen wir mal weiter. Stroh und Grassilage, hat er gesagt.
So viel brauchen die nicht. Die paar Kühe sind noch ganz schön genügsam. So, jetzt holen wir ein bisschen Stroh. Und dann sind die Kühe wieder glücklich. Also so gesehen Happy Cows. So, das war auch viel zu viel. So, den wieder leeren. Der fährt noch. Die wollte ich gar nicht. Ich wollte zu ihm, zur Case, dann kann ich das Wasser wieder hochbringen. Klappe wieder zu. So, und hier schauen wir mal. Ist noch auf. Dann gucken wir, was wir mit Milch zusammenkriegen. Nicht ganz so viel, aber wenig. So, dann schauen wir, wie es hier aussieht. Der Bottich ist leer. Gut. Da ist nichts drin, aber den Eimer brauchen wir. Schön, die Milch einfach rüberwerfen kann.
So, das ist jetzt heute mal eine Folge Tagesgeschäft. So, damit ist das Ding auch leer. Ups, wir können aber ein bisschen arbeiten. Machen wir ein bisschen Platz. Ja, das ist dumm. So, da muss noch Reifen, der da liegt. Wir können die Milch mal wieder hochfahren. Und ich kann anfangen, mich zu verabschieden für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ist auch das. Der normale Bauernalltag. Interessant. Lasst es mich wissen, schreibt einen Kommentar. Gebt ein Däumchen. Wäre nett. Wie immer, ein Abo wäre ein Traum. Bis zum nächsten Mal.